Wir haben etwas Verspätung. Ich glaube nicht, dass ich die ganze Verspätung reinholen kann, aber ich werde mal den geplanten Zeitraum nicht ganz ausschöpfen, sodass die Verena nicht zu spät dann wiederum mit ihrem Vortrag kommen kann. Ich peile an, 17:45 fertig zu sein. Wir sind jetzt eine gute Stunde in der Verspätung. Eine Viertelstunde bald in der Verspätung, 17:45. Und auch hier ist es jetzt wieder so, ich kann ganz entspannt sein. Es muss gar nicht alles erklären, weil die wesentlichen Dinge sind dokumentiert. Ich verweise nochmal auf die Website, hat man ja heute Morgen gesehen. Dort unter Download, seelische Bilder, und das sind auch als Texte wie auch als Audios, Traumbesprechungen, Erläuterungen zum Umgang mit Träumen und so alles ausführlich dokumentiert. Sie haben auch in Ihren Unterlagen die Falldarstellung, die ich nachher machen werde, komplett ausformuliert vorliegen. Sie brauchen also von daher auch gar nichts mitzuschreiben. Danke. Ich will jetzt mal kurz ein paar einführende Erläuterungen geben, warum ich mit Träumen arbeite, wie wir mit Träumen arbeiten. Das wird das Erste sein. Und dann werden wir den Coaching-Prozess mit einer Top-Führungskraft über, ich glaube, 2,5 Jahre verfolgen. Und ich werde dort nur die Teile rausnehmen, wo wir mit Träumen gearbeitet haben oder orientiert auf Träumen. Also das Hauptziel ist nicht, den gesamten Coaching-Prozess darzustellen, sondern das Hauptziel ist, an diesem Beispiel verschiedene Varianten, wie mit Träumen gearbeitet werden kann, darzustellen. Und auch viele Stilvarianten, die zum Teil nicht ganz dem, was man üblicherweise kennt, entsprechen, darstellen. Das kann man da sehen. Jetzt sind wir ja, ich bin ja nicht mehr Psychotherapeut, ich habe wie Karl Valentin, an diesem Nagel hängte er dann und dann seinen Beruf und wurde Komiker. So hängte ich meine Hauptidentität als Psychotherapeut auch schon vor über 10 Jahren an einen Nagel, und wir sind ja eine Weiterbildungseinrichtung für Professionelle im Organisationsbereich. Und da ist schon die Frage, warum beschäftigen die sich auch mit geleiteten Fantasien, mit Storytelling und mit Träumen? Und wir tun das deshalb nicht, weil die Leute nachher unbedingt Traumdeuter oder Traumanalytiker werden sollen, sondern um sie in Dialog mit ihren eigenen hintergründigen Schichten, mit ihren Symbolschichten, mit den Sinnerzählungen im Hintergrund zu bringen, mit sich selbst und auch mit den anderen. Und um das zu üben, also wir machen mit psychologisch ungeschulten Kolleginnen und Kollegen durchaus auch kollegiale Traumgespräche. Und das funktioniert ganz ausgezeichnet. Ich habe es so ein bisschen auf den Begriff gebracht, ich bin da in Sachen Evangelisierung der Traumarbeit unterwegs. Also wir brauchen keine Priester als Vermittler zwischen dem Verstehen können der Symbolwelt und uns selbst, sondern das ist eine Sprache, die uns allen zusteht, und wir alle haben eine Möglichkeit, in uns selbst und mit anderen darüber zu kommunizieren. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass man die Scheu verliert, die manchmal ein bisschen von entsprechenden Professionsvertretern verbreitet wird, bloß nicht daran rühren, dazu muss man viele Jahre Ausbildung haben. Das sehe ich überhaupt nicht so. Wenn jemand keine leichtfertigen und schädigenden Tendenzen aufhat, macht er damit nichts falsch. Und wenn er die drauf hat, kann er mit allem was falsch machen. Ich werde es jetzt hier nicht darstellen, ich will nur auf dieses Schaubild verweisen, dazu habe ich jetzt keinen PowerPoint mitgebracht. Dieses zweihöckrige Ding,
nennt sich Dialogmodell der Kommunikation. Wenn Sie das interessiert, geben Sie es in die Suchfunktion bei uns auf der Website ein. Und es soll repräsentieren, dass wir zu einem kleineren Teil uns bewusst methodisch miteinander verständigen, aber dass in komplexen Situationen der größere Teil des Miteinander Wirklichkeit erzeugens unwillkürlich oder unbewusst stattfindet. Wobei unbewusst nicht unbedingt heißt verdrängt, nicht zugänglich, sondern lediglich, dass der Scheinwerfer darauf nicht gerichtet ist. Meine Erfahrung ist, dass nicht so arg viele Dinge so arg verborgen sind, sondern dass es nur eine Frage ist, ob man die Aufmerksamkeit drauf lenkt und ob man eine Kultur erzeugt, indem man selbst aufmerksam ist für diese dialogischen Prozesse in einem selbst und indem man mit den anderen diese Bilder und Ideen und Fantasien, die da auftauchen, auch teilen kann. Das tun wir in unseren Weiterbildungen sehr viel in sogenannten Spiegelungsgruppen. Das heißt, wir stellen uns gegenseitig freimütig zur Verfügung, was in uns aufsteigt, wenn wir jemanden anderen erleben. Denn im wirklichen Leben entscheidet das auch, ob wir mit dem kooperieren, ob wir ihn engagieren, ob wir bereit sind, ob wir irgendeine positive Vision entwickeln, welche Wirklichkeit wir mit dem erzeugen können. Also wir machen einen Marktmechanismus, einen Beziehungssteuerungsmechanismus, der oft unterschwellig läuft, besprechbar, so gut das geht. Es ist immer nur begrenzt möglich, es ist fantasievoll, spekulativ und deswegen führen wir überhaupt nicht die Idee ein, irgendjemand hätte eine Deutungshoheit, sondern wir beobachten, was in uns wach wird, wir geben das respektvoll dem anderen zur Kenntnis und wir gucken, ob derjenige sich daraus was nehmen kann. Also das ist unsere Art. Mit dieser Vielschichtigkeit, also mit der unteren Ebene dort auf diesem Schaubild, das habe ich jetzt unbewusst intuitiv genannt. Und ich meine, in komplexen Bereichen, jede professionelle Qualifizierung und jedes Erzeugen einer guten Prozessqualität hat was damit zu tun, ob wir Durchlässigkeit erzeugen für diese hintergründigen, sinnstiftenden und sinnsteuernden Ebenen. Und dass die Hintergründe sind eben nicht nur psychologische Hintergründe, sind auch viele oder psychologisch beschreibbare, sind auch viele andere Hintergründe. Und Übungen in Traumarbeit dienen einfach dazu, einmal sich zu merken, dass man da durchaus ganz gute Ideen hat, wenn jemand einen Traum erzählt, dass es etwas in Worte fasst, was man die ganze Zeit gespürt hat, woran man sich auch orientiert hat, ohne es zu wissen. Dadurch wird es auch einer gewissen bewussten Kontrolle zugänglich. Aus der jüngsten Psychologie, der ich schon sehr, sehr lange verbunden bin, habe ich ja auch die Idee genommen, diese Mahnung, das Wertvolle findet nicht im Unbewussten statt, sondern im Dialog zwischen Bewusstem und Unbewusstem. Also die unbewussten Regungen müssen, insbesondere wenn sie in berufliche Anwendung gehen, natürlich durch ein Bewusstsein ein Stück mitkontrolliert werden. Aber das, was uns bewusst einfällt, ist nur eine dürre Melodie und die Musik werden durch die Ober- und Untertöne gemacht, für die wir sensibel sein sollten und die wir auch untereinander austauschen. Also das ist die Philosophie, weshalb wir das machen. Deswegen machen wir auch Übungen im Storytelling. Und es gibt Leute, die kämen nie auf die Idee, dass ihnen eine metaphorisch gute Geschichte einfällt. Und wenn sie dann einfach als Feedback eine Geschichte sich einfallen lassen, sind manche geradezu erstaunt, sich zuzuhören, was es in ihnen da erzählt. Ich nenne die Arbeit mit Träumen den schöpferischen Dialog anhand von Träumen. Damit möchte ich markieren, dass es nicht darum geht, unbedingt die Inhalte der Träume zu deuten, also eine bestimmte Symboldeutung vorzunehmen, bestimmtes Verständnis von der Dramaturgie der Abläufe, von der Bedeutung der Figuren, der Kulissen oder was immer da drin vorkommt, zu entwickeln, sondern das ist, wir begegnen einem Traum wie einer Wirklichkeitsschilderung auch sonst und dann gucken wir, was in uns entsteht und wir können auf vielen Ebenen ähnlich wie das der Gunther vorher dargestellt hat und wie es andere hier auch schon dargestellt haben, eine Intuition entwickeln, was könnte man denn da weiterentwickeln, dass es in eine positive, hilfreiche
Weiterentwicklung führt. Also es geht gar nicht so sehr um die Ausdeutung der Träume, sondern um ein Stück Verstehen, was möglicherweise passiert und darauf sensibel für die eigenen unbewussten Regungen metaphorisch mit Ideen probeweise zu reagieren, um im anderen wieder Anregungen für positive Weiterentwicklung auszulösen. Und das ist sehr ausführlich dargestellt in dem Artikel von Peter Bobak und mir, Träume, Wirklichkeit, konstruktive Traumarbeit heißt das. Wir haben es, wenn wir sagen, wir gehen mit einem Traum um, gehen wir eigentlich mit einer Traumerzählung in einem bestimmten Kontext um. Das ist die oberste Ebene. Und dann können wir, das kann vielleicht die wichtigere Deutungsebene sein, warum wird dieser Traum gerade in diesem Kontext erzählt? Wie verstehe ich das? Was steigt da in mir auf? Und dann kann ich darauf reagieren. Oder Traum ist die Erzählung von einer Erinnerung an ein Traumerleben, wenn es sowas gibt. Dann kann mich interessieren, was ist denn in dem Traum wirklich passiert? Was erzählt dieser Mensch, beziehungsweise was erinnert dieser Mensch davon? Und wenn ich der Sache näher nachgehe, entsteht vielleicht ein ganz anderer Ablauf des Traumes, als der, den dieser Mensch interpretativ sich selbst und mir erzählt hat. Dann kann es ganz interessant sein, verändert er immer so seine Wirklichkeiten in dieser Richtung. Dann kann eine ganz andere Ebene des schöpferischen Dialogs entstehen. Und so, wenn es so ein Zwiebelmodell dazu gibt, im innersten Kern ist dann das Traumerleben selbst, was da nachts passiert ist. Das weiß aber letztlich keiner, weil das ein Geschehen ist, das eben zum Teil nicht greifbar ist. So, also nur, dass man so ein Modell hat. Und schöpferischer Dialog heißt, wir gucken, wie jemand mit einem Traum umgeht, den er in einer Ausbildungssituation oder Beratungssituation vielleicht einbringt. Und dann finden wir kreativ einen Weg, um auf einer der Ebenen mal zu schauen, wie verstehen wir das, können wir es auf diese Ebene beziehen und wie müsste die Sache zu verstehen sein und wie könnte sie weiterentwickelt werden, dass daraus ein schöpferischer Prozess entsteht. Also das Gütekriterium ist der nachfolgende schöpferische Prozess, nicht die richtige Deutung nach der einen oder anderen Schule. Gut. Reicht es mal als erstes Gefühl, was wir da machen und wozu wir das machen? Ich werde es jetzt Folgendes machen. Ich werde das langsam darstellen, erst den Klienten bzw. die an dem Coaching-Prozess beteiligten Personen. Dann werde ich den Klienten schildern, wie ich ihn erlebt habe. Und dann werden wir bis zum ersten Traum in der dritten Sitzung gehen, den der Klient bringt. Und damit Sie auch eine Möglichkeit haben, ob Sie mit Träumen Erfahrung haben oder nicht, damit aktiv umzugehen und zu sehen, dass Ihnen dazu was Sinnvolles einfällt, machen wir zwischen rein Murmelgruppen. Das heißt, ich werde Sie fragen, so was löst so ein Traum in Ihnen aus? Was steigt in Ihnen auf? Oder habe ich dann die Idee, das Traumbild müsste weiterentwickelt werden. Und dann würde ich Sie fragen, haben Sie Ideen, wenn Sie Regie führen könnten, wenn Sie ein Drehbuch schreiben könnten, wie das denn jetzt weitergehen soll oder anders gehen könnte mit diesem Traum, was würden Sie tun? Und das tauschen Sie auch jeweils untereinander aus. Wir werden dann vielleicht für ganz kurzen Austausch Gelegenheit haben, das können wir jetzt durch die begrenztere Zeit nicht sehr ausführlich machen, sodass wir auch den ganzen Entwicklungsbogen von Herrn Midlife, wie ich ihn genannt habe, mitkriegen und dass Sie selbst ein seelisches Gespür kriegen, macht Ihnen das Sinn, was da geschehen ist anhand dieser Traumarbeit. Wir haben also drei Figuren. Herr Midlife habe ich schon vorgestellt, den schildere ich gleich noch näher. Es gibt eine andere Figur, die habe ich Herrn Weise genannt. Das ist der stellvertretende Personalchef eines Industriekonzerns mit vielen Tochterunternehmen, ein international tätiges Unternehmen. Und dann gibt es noch eine dritte Figur, der ich keinen Namen gegeben habe, das ist der Konzernpersonalchef.
Und es gibt Herrn Mitleif, der ist mein Coachee. Und jetzt geht's los. Herr Weise, stellvertretender Konzernpersonalchef, ruft bei mir an. Bei Herrn Mitleif stünde eine Weiterentwicklung an. Und man denke an eine Personalleiterstelle in einem der Konzernunternehmen. Herr Mitleif ist bisher als Jurist in der Zentrale als Spezialist tätig. Es gäbe auch Bedarf, wir haben ein Echo drin, es gäbe auch Bedarf für Herrn Mitleif, und seine fachliche Eignung wäre ganz ohne Zweifel vorhanden. Allerdings gäbe es Zweifel bezüglich seines Standings, wie es da so schön heißt. War vor etwa 7 Jahren, also dem Konzern stehen schwierige Zeiten bevor, das heißt meist Entlassungen, Umstrukturierungen. Und da wäre besonders fraglich, ob Herr Mitleif das Standing aufbrächte, das dafür notwendig ist. Herr Mitleif wäre über diesen Anruf informiert und er wäre mit einem Coaching einverstanden. Ich erkläre mich prinzipiell zu einem Sondierungsgespräch bereit. Ich habe schon öfter Kontakt mit dem Unternehmen gehabt, von daher gehe ich erstmal vertrauensvoll an die Sache dran. Daraufhin ruft später Herr Mitleif an und sagt, er fände das prima und würde gern einen ersten Termin bei mir haben, den wir dann verabreden. Termin heißt bei mir in der Regel 3 Stunden. Wir machen da in den ersten 1,5 Stunden, ich nenne das so einen Wetterflug über die bisherige berufliche Entwicklung und die aktuelle berufliche Situation, dass ich verstehe, wo ein Mensch im äußeren Leben steht. Und in den zweiten 1,5 Stunden machen wir einen Wetterflug über die seelische Entwicklung, über die Sinnentwicklung im Leben. Das können wir mit so einem Bilderinterview machen, wie ich das heute Morgen angedeutet habe. Das können wir aber auch mit einem über ein Sprechen über Träume und was diese Menschen beschäftigt machen. Also ich habe da einen speziellen Fokus gewählt. Ich nehme also auch keine Beratungen an, bei denen Leute irgendwelche technischen Fertigkeiten verbessern wollen, sondern ich nehme nur Beratungen an, bei denen Menschen den Sinnzusammenhang in ihrem Leben und anschauen wollen und ein Verständnis für ihre aktuelle Situation und ihre mögliche Weiterentwicklung, die auch der Seele Sinn macht, neben der Weiterentwicklung, die auch in der Welt draußen Sinn macht, zum Gegenstand der Beratung machen wollen. Also ich sage das jetzt nicht, ich meine nicht, dass das so sein soll, das ist einfach meine persönliche Spezialität und auch mein Format, die Leute reisen oft weit an, ich mache dann 3 Stunden, das wird alles auf Band aufgenommen, bei uns immer, die nehmen das dann mit, manche hören das dann sogar sehr oft zwischenrein und schöpfen da sehr viel noch aus in der Zwischenzeit, andere hören es gar nicht. Und die werden meist wieder eingeladen, nach 4 Wochen anfänglich zu kommen und dann gibt es 2, 3, 4 Gespräche im Abstand von 4 bis 8 Wochen. Und dann sind wir meist so weit, dass das nächste Gespräch Monate später oder vielleicht sogar erst Jahre später wieder stattfinden kann. Also es ist eher, man begegnet sich, man versucht aus der Situation möglichst viel Sinn zu schöpfen, Anregungen zu geben für weitere Entwicklung und begegnet sich nach einiger Zeit wieder. Dazwischen entsteht jetzt keine feste Verabredung für laufende Termine. Es ist auch keine Psychotherapie. Das ist eine Beratungsbeziehung. Dennoch verstehe ich mich irgendwo, obwohl ich in keiner Weise religiös orientiert bin, auch als Seelsorger. Also das ist noch geblieben, obwohl ich diesen Beruf ja an den Nagel gehängt habe. So, jetzt die berufliche Situation von Herrn Mitleif. Jetzt entfalte ich die Persönlichkeit ein bisschen. Er hat also eine erfolgreiche Karriere als Jurist in der Stabsabteilung der Zentrale des Konzerns hinter sich. 40 Jahre alt. Für den Experten in arbeitsrechtlichen Fragen gäbe es in der Zentrale keine Weiterentwicklung. In den Unternehmen des Konzerns käme vom Rang her als nächstes eine Personalleiterfunktion in Frage. Weise und der Konzernpersonalvorstand sehen Mitleif
als potenziellen Personalleiter. Aber, wie vorher schon erwähnt, sie sind sich nicht sicher, ob er das Format hat. Irgendwie sind sie nicht davon überzeugt, dass er schon alles hat, was er dafür braucht. Das ist für Midlife schwierig. Er fühlt sich zum ersten Mal in seiner Karriere auf für ihn sehr ungewohnte Weise auf dem Prüfstand. Er wollte sich ermannen und hat mit Weise wie auch mit dem Konzernpersonalvorstand sich in letzter Zeit einige Schlagabtausche geliefert, um nach seinem Verständnis denen auch auf Augenhöhe zu begegnen, sich also nicht in eine unterlegene Position zu begeben. Er habe auch in einer öffentlichen Versammlung den Vorstandsvorsitzenden des Konzerns auf Missstände aufmerksam gemacht und kritisiert, um zu zeigen, dass er auch ein ernstzunehmendes Urteil hat. Das kam nicht sehr gut an. Er hat auf beschämende Weise eins auf den Deckel bekommen. Irgendwas mache ich falsch. Aber was? Wenn ich die gewinnbringende persönliche Ausstrahlung hätte, die ich mir für mich eigentlich erträume, dann würde ich bei den Bossen und auch bei den Mitarbeitern ganz anders ankommen. Und er würde sich also sehr gerne, möglichst mit Hilfe des Coaching, dahin weiterentwickeln. Aber er sei sich auch unsicher, ob er in dieser Ellenbogengesellschaft eigentlich auch wirklich mithalten möchte. Also er weiß nicht, ob er mithalten kann. Und wenn er könnte, wüsste er nicht, ob er das überhaupt wollte. Soweit seine Selbstschilderung. Die persönliche Situation von Midlife und seine Erscheinung. Midlife ist verheiratet, lebt in einer deutschen Kleinstadt. Seine Ehe schildert er als kameradschaftlich und problemlos. Sie hätten zwei Vorschulkinder, denen er sich an freien Wochenenden gerne widmet. Sonst habe er keine besonderen Interessen, dafür wäre ja auch gar keine Zeit. Der eher zierliche Mann stammt aus einem Kleinstadtmilieu. Sein Lebensweg war intellektuell orientiert und bisher völlig eben. Es gab nie besondere Belastungen oder Herausforderungen, denen er nicht hätte mit dem Ausbau seiner Stärken, besonders seiner intellektuellen Stärken, juristischen Einschlags begegnen können. Seine Frau fühle sich allerdings durch seine seit Monaten anhaltende Dauerkrisenstimmung genervt und wolle nicht mehr viel davon hören. Ich frage dann immer auch Einstellung zum Coaching. Er sagt, er findet es ein Akt der Fürsorge, dass er dieses Coaching kriegt. Er ist für die Zuweisung also froh, aber er ist schon auch verunsichert, weil die auch dafür steht, dass seine persönliche Eignung bei Übergeordneten nun in Frage steht. Er sei bereit, sich drastischen Maßnahmen zu unterziehen, wenn nur bald Lösungen da wären und wenn nur bald die ungewohnte Krisenhaftigkeit seines Lebens aufhören würde. Er neigt zu Schwarz-Weiß-Beschreibungen und dazu, sich gelegentlich in Unbehagen etwas zu suhlen. Hintergründiges, vielschichtiges, nicht rational gleich einordnbares ist für ihn irgendwie interessant, bereitet ihm aber auch Orientierungsschwierigkeiten. Man merkt so, es interessiert ihn, aber er weiß nicht so recht, wohin damit. Und von daher versucht er also viele Nachfragen oder Beschreibungen meinerseits, mit denen ich seine Situation zu spiegeln versuche, auf sehr markante, einfache Schwarz-Weiß-Beschreibungen zu reduzieren und ist dann immer etwas verwirrt, wenn ich sage, nein, so war es jetzt nicht gemeint, es war ein bisschen anders. Also wenn seine Versuche, das so auf diesen knackigen, verkürzenden, sachlichen Stil zusammenzubringen, nicht so gut ankommen, dann bleibt er etwas orientierungslos. Irgendwann
ich habe den Eindruck, irgendwas in ihm kapiert, es ist vielschichtiger, ist richtig, aber dann weiß er nicht, wie sich darauf beziehen. Gleichzeitig grübelt er gern über Sinnfragen und ist durchaus begierig, neue Aspekte aufzunehmen. Also er ist nicht der abwehrende Typ, der jetzt durch Banalisierung versucht, alle Vielschichtigkeit unter Kontrolle zu bringen. Er ist nur etwas hilflos, weil er sich nicht gut darin orientieren kann. Insgesamt, das hat mit dem zu tun, was ich vorher sagte, er weiß gar nicht, wer und was er eigentlich in einem solchen Konzern werden will, wirkt er etwas verunsichert über seinen beruflichen Lebensweg und wofür er eigentlich taugt. Dann hat er aus meiner Sicht eher Ausfluchtsideen, er würde auch gern mal was ganz anderes machen. Aber was? Er hat nichts anderes gelernt. Und man muss dazu sagen, in diesen Konzernen, bei den Gehältern, die da üblich sind, ist ihm auch ein Stück die Freiheit teuer geworden. Das heißt, er müsste auf einiges verzichten, wenn er wirklich nochmal auf andere Wege sich begeben wollte. Also Privilegien. Diese Konzerne arbeiten an der Ecke ja mit Bestechung. Herr Midlife hat keine Vorerfahrung mit Beratung. Er zeigt sich aber sehr aufgeschlossen gegenüber Klärungen und Entwicklungen und ist bereit, sich führen zu lassen. Also nicht auf eine übermäßig abhängige Weise, sondern irgendwie so rational, vernünftig ist er. Er merkt, es geht um Dinge, von denen ich nicht genug verstehe. Da ist jemand, der versteht vielleicht mehr. Da lasse ich mich auch gern führen. Er prüft aufmerksam, was gesagt wird und bestätigt, was er versteht und als treffend wiedererkennt. Und was nicht. Also es ist keine abwehrende Haltung, sondern er prüft es. Und wenn er das Gefühl hat, er erkennt was, ist er sehr einverstanden. Deutlich erkennbar nimmt er Anregungen auf Vorrat, von denen er irgendwie das Gefühl hat, dass was dran sein könnte. Sie kennen, wenn Sie mit Menschen arbeiten, wahrscheinlich diesen Blick, dass jemand so einspeichert. Er nimmt rein, weiß vielleicht noch nicht so recht, was er mitmachen soll, aber internalisiert das. Nach außen zeigt er sich aber wiederkehrend, wenn er sich verhalten muss in der Beziehung, auf diese Dinge immer wieder klagend hilflos. Besonders nervt ihn, dass die Krise nicht in Sicht ist, dass die Krise irgendwann mal aufhört. Er benutzt eine verallgemeinernde, verdinglichende Sprache, die unklar lässt, wer was wie tut und erfährt bzw. emotional verarbeitet. Daher ist es häufig notwendig, zu spezifizieren und zu konkretisieren. Also wiederholt übe ich mich mit ihm zu fragen, wer tut was, wann, wie, welches Erleben, welche Empfindungen und Bewertungen stecken hinter diesen verallgemeinernden Formulierungen. Und da merkt man einfach, das ist ein Stück ungewohnt, das ist einfach ein Stück Übung und er trägt es auch gelassen und gibt sein Bestes, macht durchaus auch Fortschritte. Er ist sehr kooperativ, er hört Kassetten, also sodass auch nicht alles in der Sitzung passieren muss, und er liest empfohlene Texte. Auf die Einladung, sich auch Träume zu notieren und in die Gespräche mitzubringen und auf die Erläuterung, warum das gut sein könnte, reagiert er sehr interessiert, aber er fürchtet gleich, da nichts zu bieten zu haben, weil er Träume normalerweise gar nicht erinnert. Ich habe mit ihm so ein Interview zu den seelischen Hintergrundbildern gemacht. Das ist das Schöne, dass man die Leute an diese Bilderarbeit heranführt, ohne dass sie selbst Material liefern müssen, wenn man sie entlang diesem Schema, also was wollte ich werden als Kind, welche Berufsbilder von Menschen aus meiner Sippschaft gab es, wie wir es heute Morgen in der geleiteten Fantasie mal in Kürze angefangen haben. Da kann jemand einfach nur sich zur Verfügung zu stellen, Auskünfte über seine Einfälle zu geben und muss mehr Kompetenz auch gar nicht haben, was die Menschen oft sehr erleichtert. So, das ist jetzt der Klient. Haben Sie gefühlt, Sie haben ein bisschen ein Bild von dem Menschen und von seiner Situation? Gut, ich sehe einiges nicken. Wenn Sie irgendwas dringend zwischenrein fragen oder sagen mögen, tun Sie das dann einfach. So, wir springen jetzt direkt in die dritte Sitzung. Das ist nach dem Schema, das ich Ihnen gerade erläutert habe, die achte Woche, also
Erstsitzung 3 Stunden, 4 Wochen später, 4 Wochen später wieder. Und er berichtet in dieser Sitzung, dass er als potenzieller Personalleiter für ein bestimmtes Unternehmen des Konzerns jetzt vorgesehen sei. Er habe sich dort gerade einer Versammlung gestellt. Er sei unsicher, wie er gewirkt habe. Das Feedback der Leute steht noch aus. Er selbst habe sein Auftreten als gefiltert erlebt. Das war sein Begriff. In diesem Zusammenhang fällt ihm in der Sitzung ein, dass er vor seiner Präsentation in dieser Versammlung mal wieder einen Traum geträumt hat, den er in vielen Varianten schon oft geträumt habe. Und jetzt berichte ich diesen wiederkehrenden Traum und gleich danach werde ich Sie bitten, in Murmelgruppen kurz zu sagen, wie verstehen Sie das, was dieser Traum da darstellt. Der Traum. Also vor der Versammlung, in der er sich in dem Unternehmen vorgestellt hat, für die Personalleiterstelle, das sind dann das ist eine Mitarbeiterversammlung, das sind auch der Betriebsrat und eben alle Leute, die da mitzureden haben, mit dabei, die dann das mitentscheiden. Gerade die Personalleiterstelle ist eine sehr sensible Stelle, weil das Scharnier zwischen Management und Mitarbeiterschaft auch ist. Jetzt der Traum. Ich bin auf eine Versammlung geladen, wo ich mich präsentieren muss. Links vor mir sind die Leute, zu denen ich sprechen muss oder gesprochen habe. Vor mir ist das Rednerpult. In einiger Entfernung rechts, hinter einem hohen Tisch, sind mehrere Männer, die mich, wie ich meine, kritisch begutachten. Darunter ein grober Kerl, an dessen Platz ein paar Boxhandschuhe hängen. Ich starre auf diese Jury und warte auf ein Urteil. Ich wache irritiert und mit unguten Gefühlen auf. So, jetzt 3-4 Minuten, ich hatte Sie ja gebeten, setzen Sie sich zu jemandem, mit dem Sie gerne Fantasien austauschen. Wenn Ihnen das erzählt würde, was für ein Verständnis wacht in Ihnen auf, wovon dieser Traum erzählt? Ich weiß, es gäbe viel zu sagen noch, aber wir schaffen sonst unseren Zeitplan nicht. Normalerweise, gerade wenn ich mit einem weniger psychologisch vorgebildeten Publikum arbeite, nehme ich mir viel Zeit, mit deren Einfällen Dialog zu halten, auch um zu zeigen, dass eigentlich viele der tollen Ideen, die Fachleuten einfallen, auch denen selbst eingefallen sind. Das stärkt das Selbstgefühl und ermutigt, mit Träumen sehr wohl was zu machen. Weil ich von der Zeit ein bisschen was einfahren möchte, mache ich das jetzt im Moment nicht, sondern gehe ein Stück weiter und schildere, wie Midlife selbst zu diesem Traum steht. Er erkennt sofort den Zusammenhang zwischen dem Traumerleben, das er ja vor dieser Vorstellungsrunde hatte, und der Versammlung im Unternehmen. Im Traum sei ja ganz deutlich, dass er wie das Kaninchen vor der Schlange vor diesem hohen Männergericht stünde. Und die Boxhandschuhe, das könnte man ja sehen, die stehen sicher dafür, mit welchen Bandagen da miteinander umgegangen wird und welchen Anforderungen da im Raum stehen, mit denen man über ihn zu Gericht sitzt, so sein Verständnis. Und tatsächlich, wenn er sich an die Vorstellung in der Versammlung erinnert, ohne dass er es an etwas Äußerlichem hätte festmachen können, er hat tatsächlich, ging er von der Annahme aus, dass er gewogen und für zu leicht befunden würde. Und dementsprechend unfrei hätte er sich gefühlt und er sei wohl auch wirklich nicht gut rübergekommen. Dann sprechen wir anlässlich dessen über sein Gefühl, nicht aus dem Holz zu sein,
wie zum Beispiel Weiße. Weiße, ein Stück Vorgeschichte, war zu Zeiten des vorigen Konzernpersonalchefs mit Midlife auf einer Ebene gewesen. Midlife hatte sich mit dem vorigen Konzernpersonalchef sehr gut verstanden. Dieser sei ein differenzierter, eher auch sensibler Mann gewesen. Der neue Konzernpersonalchef wäre robuster und wäre eher mit Weiße in gutem Einklang. Deswegen habe er auch Weiße zu seinem Stellvertreter gemacht und nicht Midlife. Den Unterschied vom Sicht von Midlife zwischen Weiße und ihm selbst habe Midlife schon immer empfunden, doch auf kollegialer Ebene wäre das kein Problem gewesen. Er sei halt an Werten orientiert, womöglich in den Augen einiger ein Weichling. Aber er wolle auch nicht so ein Rambo-Typ sein, wie es wohl heute gefragt ist. Und von daher, und dann weicht er jetzt meine Interpretation wieder aus in diese grundsätzliche Infragestellung, wer ohnehin so eine Personalleiterstelle heute wahrscheinlich nichts für ihn. Aber was wäre, wenn er es gar nicht probieren würde, wenn er es schon vorher aufgeben würde? Dann hätte er immer das Gefühl, das ist eine Niederlage. Er hat sich nicht getraut. Im Übrigen, wohin soll er sonst auch gehen im Konzern? Und durch solche Rückzugsbewegungen droht er sich wieder in Polarisierungen und Unlösbarkeiten zu verfangen, die ähnlich enden könnten wie der Traum. Der Gunther hat es ja vorher auch schon schön vorgemacht, nämlich eine Erstarrung und Warten auf das vermutlich ablehnende Urteil der Männerriege. Und dem will er wiederum nicht ausgeliefert sein und sucht bei mir, sucht im Coaching die richtigen Manöver, den Trick, den Kniff, um sich in der Realsituation dann doch besser behaupten zu können und sich besser zu fühlen. Ich betone, dass sich im Traum Haltungen spiegeln, die vielleicht überprüft werden sollten. Dann erzähle ich ihm was vom subjektstufigen Verständnis von Traum. Alles, was in deinem Traum vorkommt, muss in deiner Seele sein. Alles, was im Traumbild vorkommt, sind Qualitäten, die auch in dir sind, sonst könnten sie von dir nicht als Traumbild projiziert werden. Was für ihn ein neuer Gedanke war, weil damit steht da auch die Herausforderung, bin ich denn die Teile im Traum, mit denen ich auch nicht zurechtkomme oder die ich vielleicht sogar ablehne. Also insofern könnte man das, was im Traum zum Ausdruck kommt, auch als eine Einladung in die Auseinandersetzung zwischen polarisierten Seiten der eigenen Persönlichkeit verstehen. Die Auseinandersetzung auf den Traumbühnen wie auch auf den Bühnen der Außenwelt böden Gelegenheit für eine neue Auseinandersetzung mit der eigenen Wesensart. Zum Beispiel, das biete ich ihm jetzt einfach aus meiner Erfahrung an, könnte ein Fokus ein neues Verhältnis zu den anderen Männerfiguren beziehungsweise zu sich selbst als Mann sein. Auf diese Weise könne er von Stereotypen und Polarisierungen wegkommen und mal gucken, wie die Dinge zusammenpassen und zu ihm selbst gehören könnten. Dann biete ich ihm an, und der Gunther hat es vorher erzählt und auch der Horst hat heute Morgen es de facto getan. Er hat nämlich sich gar nicht lang an der Ausdeutung allein dessen aufgehalten, was vom Klient als Bild mitgebracht wird, sondern er sagt, und jetzt lass uns freimütig das Uminszenierung. Wie könnte es denn uminszeniert werden? Da arbeite ich dann mit der Theatermetapher. Wenn das ein Drehbuch, gespieltes Drehbuch wäre, wie müssten wir das Drehbuch denn umschreiben, dass die Szenerie verändert wird, sodass es irgendwie konstruktiv, schöpferisch weitergeht. Dass eine Chance besteht, dass es irgendwie in eine gute Richtung weitergeht.
Also diese Aufgabe habe ich ihm gestellt, beziehungsweise ich biete dann immer auch an, dass ich mir selbst was einfallen lasse und das zum Ausprobieren und gemeinsam daran lernen anbiete. Also es ist nicht das Verfahren, der Klient muss alles bringen, sondern ich kann durchaus auch Vorschläge machen. Die sind aber nicht von festen Deutungen mit festen Lösungsvorstellungen geleitet, sondern die sind eben Ideen, die ich habe. Und wir gucken mal, was man damit machen kann. Und ich bin auch wirklich bereit, sie zu verwerfen, wenn sie nicht nützlich scheinen. Und jetzt sind Sie wieder dran. Wenn Sie Drehbuchschreiberin, Drehbuchschreiber für diese Traumsituation wären, was würden Sie umschreiben? Was würden Sie ändern an den Figuren, an den Kulissen, an der Situation, am Ablauf, was immer, von dem Sie intuitiv das Gefühl hätten, wenn ich das verändere, dann könnte es mehr Freiheit bringen und könnte Bewegung, konstruktive Bewegung in die Situation bringen. Dafür haben Sie jetzt auch wieder gerade 3-4 Minuten. Es scheint viele gute Ideen zu geben, leider muss ich auch da zur Weiterfahrt pfeifen, wenn ich jetzt schon in meinem Zugbild bleibe. Ich merke, es fehlt mir auch, dass wir zwischenrein den Dialog haben, aber ich habe es gerade versucht zu überschlagen. Wir kommen unmöglich durch, wenn ich mir die Zeit dafür auch nehme. Wir müssen also ohne auskommen und ich muss ein bisschen auch beschleunigen. Ich sage jetzt, von Midlife selbst kam nicht arg viel. Der hat da erstmal gesagt, mach was mit mir, ich freue mich, wenn es mir gut tut. Habe ich auch gemacht. Wenn das nicht zur chronischen Haltung wird, finde ich das in Ordnung, jemandem mal auch was zu machen. Ich habe ihm vorgeschlagen, die Situation topografisch umzuarrangieren. Er soll die Jury so platzieren, dass er sich auf gleicher Höhe fühlt und dann ihr den Rücken zuwenden und so die Männer hinter sich bringen. Und er soll sich mal vorstellen, probeweise, dass die nicht zu seiner Beurteilung, sondern zu seiner Unterstützung da sind. Und dann finden wir auch noch eine andere Interpretation für die Boxhandschuhe. Da sind wir jetzt bei dem, was man Amplifikation nennt. Er hat ja eine subjektive Assoziation, die sagt, Boxhandschuhe verweisen auf einen gewalttätigen Sport. Aber wenn man sich fragt, was für ein Ding ist denn ein Boxhandschuh und man sich ein bisschen auskennt, weiß man, dass der Boxhandschuh dazu dient, dass man miteinander seine Kraft üben kann, ohne sich zu verletzen. Diese Uminterpretation hat ihn erstaunt und er wundert sich, dass seine Seele das weiß, wenn das stimmt. Und ich habe ihm gesagt, dass Sportlichkeit und Kampftüchtigkeit im Sinne von seine eigenen Kräfte entwickeln, durchaus in verschiedenen Klassen stattfinden kann. Und es gibt auch im Fliegengewicht sehr gute Boxer. Und das lässt er so zunächst zögernd, aber dann mit wachsendem Interesse lässt er diese Umdeutung mal in sich rein und spielt mit denen innerlich. Ein bisschen schwer fällt ihm ein positives Verständnis der Kerl mit den Boxhandschuhen. Er hätte ihn so gern als den Grobian, mit dem er nichts zu tun hat und vor dem er der differenzierte, feingliedrige Mensch ist, beibehalten. Aber nachdem er jetzt weiß, der gehört ja zu ihm, subjektiv stufige Deutung, war er irgendwie bereit, dem zumindest auch eine andere Bedeutung zu geben. Also der schwankt so hin und her zwischen Momenten des argumentativen Gesprächs und solchen, in denen er sich von den angeregten inneren Erlebnissen, die sich bei ihm einstellen, wenn er sich das mal vorstellt, positiv überraschen und auch anrühren lässt. Ich biete ihm dann auch, analog zu dem, was wir zum Beispiel in Systemaufstellungen manchmal machen, die Idee, er könne noch andere Männerfiguren aus seiner Lebensgeschichte, ohne dass er die mir nennen möchte, wenn er mag, dort hinzuversammeln. Denn Unterstützung kann der Mann nicht genug haben. Und wenn er es mag, möge er deren Hände auf seinem Rücken spüren. Damit ist dieser Teil in der Sitzung beendet. Und ich berichte Ihnen jetzt, 4 Wochen später, mit welchem Traum er kommt. Und wichtig ist mir daran,
dass man durchaus, wenn man das sensibel macht, bewusst gestalten kann im symbolischen Bereich und dass, wenn das gut ist, die Seele das aufgreift und selber fortführt. Also es gibt ganz leicht eine Kooperation zwischen Symbolik aus dem Unbewussten und zwischen bewusstem Umgehen mit Symbolen. Ich mag nicht so sehr diese Trennung und dieses Gegeneinanderläufige und als müsste unheimlich gearbeitet werden, dass das Unbewusste irgendwie ans Bewusstsein kommt. Ich habe an der Stelle auch Kritik an dieser Eriksonschen Einteilung zwischen bewusster und Orientierung und unbewusster Orientierung, als müsse man, er meint damit, deswegen habe ich es übersetzt, natürlich eine stupide Gewohnheitsorientierung, die sollte man nicht weiter mitspielen lassen, weil sonst die kreative Orientierung, die in einem Menschen drin ist, nicht hochkommt. Aber es ist für mich keine Lösung, das Bewusstsein auszuschalten und zu glauben, das Unbewusste wird dann schon den Weg wissen, was ja auch in vielen Metaphern bei Erikson zum Ausdruck kommt. Das ist vielleicht in einer bestimmten Zeit in Amerika, sagen wir mal, die Notlösung gewesen. Aber ich setze auch darauf, dass es ein beseeltes Bewusstsein gibt, neben einem konstruktiv beseelten Unbewussten, und dass man sehr wohl eine Sprache miteinander finden kann, wenn die Haltungen dazu stimmen. Midlife berichtet in dieser vierten Sitzung, 13. Woche, alles Mögliche, aber keinen Traum. Ich frage nach, was denn wäre mit der Traumwelt? Und er sagt, ja, er hätte wieder so einen Versammlungstraum gehabt. Aus dem sei er aber erstaunlicherweise mit einem guten Gefühl aufgewacht, aber er wüsste nicht mehr, was er geträumt habe. Ich lasse nicht locker. Gibt es irgendeine Kleinigkeit, und wir bauen es langsam auf, und währenddessen kommt so nach und nach das Traumbild oder seine Erfindung in der Situation, das ist mir aber letztlich nicht so wichtig, ob es das eine oder das andere ist, zum Vorschein. Und der Traum, wenn es einer gewesen ist, sieht jetzt so aus, den er 2 Wochen vor dieser Sitzung geträumt hat. Wieder diese Versammlung. Doch scheinen auch Mütter von Vorschulkindern im Publikum dabei zu sein. Rechts, der Raum ist leer. Ich bin direkt ans Pult getreten und habe zu den Leuten gesprochen. Dabei habe ich die Leute besser wahrgenommen und ich konnte auch ganz gut rüberbringen, was ich zu vertreten hatte. Ich habe ein gutes Gefühl. Und jetzt wandelt sich die Szene, für die, die weniger mit Traumarbeit vertraut sind, ist vielleicht wichtig zu wissen, dass wenn eine wesentliche Entwicklung stattfindet, dann oft es nicht innerhalb der gleichen Szenerie weitergeht, sondern dass dann die Bilder wechseln und in einer ganz anderen Szenerie das Thema weitergeführt wird und es für Ungeübte manchmal nicht einfach zu erkennen, dass das die Fortsetzung des Themas, aber in einer anderen Inszenierung ist. Sehr anders ist jetzt von der Bühne her die Inszenierung nicht. Er sagt jetzt plötzlich, neben dem Pult steht in meine Richtung gewandt eine Frau in Weiß. Dort neben dem Pult, also das ist dort etwa mir zugewandt. Und vor mir, dieser Frau zugewandt, ein Mann. Ich kenne beide nicht. Die Frau ist jünger, das heißt circa 30 Jahre alt. Sie ist aber mit ihren Jeans und ihrem weißen T-Shirt etwas zu leger angezogen. Wir stehen einfach da. Ich frage dann näher nach und das bringt dann weitere Erinnerungen oder weitere Kreation beim Erzählen über die Qualität der Beziehungssituation. Sie schaut auf eine offene, freundliche Art den Mann, mich an. Sie kennen das, es gibt beides, man weiß nicht so recht, was es ist. Ich fühle mich aber angesprochen und beim Aufwachen ganz gut, obwohl ich nicht ganz sicher bin, ob es jetzt eine Konkurrenzsituation ist oder nicht, zwischen dem Mann und mir und dieser Frau. Normalerweise würden wir da jetzt noch eine Murmelgruppe machen, wie sie diese Veränderung verstehen. Wir lassen diese Station auf unserer Fahrt jetzt aus. Ich hoffe, es stehen keine Leute draußen, die mit wollten.
mein Verständnis mit ihm erarbeitet. Der Platz, auf dem die beurteilende Männerriege war, ist jetzt erstmal leer und steht vielleicht zu einer Neugestaltung zur Verfügung. Gleichzeitig haben Sie ja sicher auch leicht festgestellt, im Publikum, in der Wahrnehmung der Atmosphäre, im Selbstempfinden und in der Selbstpräsentation gibt es Veränderungen. Und es wandelt sich die Szene, das habe ich gerade schon gesagt. Jetzt kann man über Transformation nachdenken. Aus den Männern ist der eine Mann geworden. Der steht jetzt nicht gegenüber, sondern auf seiner Seite. Er ist aber ihm im Rücken. Jetzt sind überhaupt Frauen vertreten im Publikum und die Frau in Weiß gegenüber. Aus dem erstarrten Erwarten eines Urteils ist eine eher von der Frau ausgehende, interessierte Begegnung geworden. Es gibt noch eine Unsicherheit, ob sich das jetzt um eine Konkurrenz handelt. Aber die Endsituation des Traumes wirkt offen, nach meinem Empfinden noch ohne Dynamik, aber verheißungsvoll. Die Personalleiterstelle, jetzt gehen wir wieder auf die Außenwelt, war an jemanden anderen vergeben worden. Weiße habe sich nicht groß auf ein klärendes Gespräch einlassen wollen. Es stünden aber in einiger Zeit wieder eine andere Personalleiterstelle zur Besetzung an und dafür sei er jetzt wieder im Gespräch. Dann erzählt er wieder von einem Personalleitertreffen im Konzern, also das sind die Personalleiter der verschiedenen Werke, und Midlife hatte dort einen Vortrag erhalten. Schon dass Weiße dort war, habe ihn befangen gemacht. Er hätte den Vortrag gehalten, sich dabei aber nicht gut gefühlt und obwohl auch nichts so recht rübergebracht. Er ärgert sich, dass er Weiße überhaupt so viel Bedeutung einräumt. Er will lernen, Weiße zu ignorieren. Jetzt könnte man natürlich über sein Verhältnis zu Weiße und Projektion und alles Mögliche reden. Ich mache da was, was ich weiß nicht, wo ich das mal aufgeschnappt habe. Ich nehme eine Realsituation und behandle sie wie einen Traum und sage, also angenommen, das Erlebnis mit Weiße wäre in einem Traum inszeniert, wie würde das denn aussehen? Und er sagt, ja, irgendwie ist da wieder eine Versammlung, der Weiße steht rechts und er ist mir und den Versammelten zugewandt. Ich empfinde ihn als kritisch, mich der Versammlung gegenüber in Frage stellend. Der Vorteil, dass wir das jetzt auf die Traumebene tun, ist, dass wir in diesem surrealen Bereich jetzt beliebig modulieren und ausprobieren können, ohne dass es immer gleich Konsequenzen haben muss, ob er davon was richtig versteht aus dem realen Leben oder was umsetzen muss. Ich fordere jetzt auch ihn auf, wie ich das vorher bei Ihnen gemacht habe, ja, gäbe es denn dazu irgendwelche konstruktiven Alternativen? Und da tut er sich sehr schwer. Da fällt ihm nicht so recht ein. Ich frage ihn, ob er bereit wäre, einfach mal ein paar Experimente mitzumachen und sage, können wir nicht mal probieren, Weiße, probeweise als einen Verbündeten zu definieren. Dann kommen wir nochmal auf die Boxhandschuhe und ob das mit Weiße zu tun hat. Und der wäre doch so ein Rambo-Typ und der würde ihn vielleicht doch nie auf eine positive Weise zu ihm beitragen wollen. Aber gut, er lässt sich mal drauf ein und er erzählt immer von der Szenerie, dass mir immer so ein Bild kommt, wie bei Don Juan, dieses Gespenst, also dieses Mahnmal, das am Schluss da ist und Don Juan dann übermäßig mutig und dann doch wieder erzitternd davor steht und so steht Weiße in meinem inneren Erleben da in diesem Traum und da versuche ich ihm einfach ein paar Bahnungen zu einem positiven Verhältnis anzubieten. Ich sage jetzt, überlegen Sie sich mal, angenommen Weiße wäre ein Mahnmal jemand, der etwas Positives sagen möchte, was zu bedenken ist bezogen auf Sie und was mit dem Publikum auch durchaus ausgetauscht werden soll. Was könnte das sein, wenn man einfach mal von dieser Hypothese ausgeht? Und er
tut sich da schwer. Er sagt, es gibt Zweifel, ob dieser Mann der Richtige ist, würde Weise bezogen auf ihn selbst sagen. Das sage ich ja, das wäre jetzt noch nicht so hundertprozentig konstruktiv. Ob er nicht noch eine konstruktivere Variante finden könnte, überlegt er lange und dann sagte er, mit was Weise sagen würde, Hinweis auf Midlife, mit 40 müsste dieser Mann eine andere Persönlichkeit haben. Und das finde ich dann wieder interessant. Ne? Dann finde ich einen Anhaltspunkt zu sagen, das ist eine Figur, die etwas sagt über Entwicklungsbedarfe, über Möglichkeiten von Weise. Biete ich ihm auch an, findet er auch ganz gut, aber er erlebt das eben als ein klares Aufzeigen nur von einem Defizit. Und das wäre jetzt eine ziemlich lange Strecke, um mit ihm sozusagen die Bereitschaft zu erzeugen, ob er das nicht noch weiter positiv machen würde. Und deswegen biete ich ihm einfach eine Variante an, frage ihn natürlich vorher, ob er damit einverstanden ist, die er mal für sich probeweise nutzen könnte, mal sehen, was das in ihm auslöst. Und die Formulierung, die ich ihm anbiete, ist, Midlife ist unterwegs, aber noch nicht bei sich ganz angekommen. Und das probiert er hin und her, das ist ungewohnt, kritisch, aber man merkt, je öfter das auf der Zunge schmeckt, umso mehr adoptiert er diesen Satz und findet ihn eigentlich ganz interessant. Und am Ende der Sitzung sagte er, ich möchte jetzt eigentlich mal mit Weise und dem Konzernpersonalchef ein Gespräch führen, wo wir eigentlich jetzt wirklich stehen, was diese Personalleiterstelle betrifft. Und ich ermutige ihn darin und er wollte so ein bisschen wieder dahin marschieren und die Leute herausfordern. Ich habe eher gesagt, es ist eigentlich ein Zeichen von Kompetenz, wenn Sie dort erzählen, dass Sie tatsächlich auf dem Weg sind, dass Sie die Herausforderung verstanden haben, dass Sie sie annehmen, dass aber zum Beispiel auf diesem Personalleitertreffen Sie noch nicht da waren, wohin Sie unterwegs sind, aber dass Sie einverstanden sind, dass das wichtige Gütekriterien sind und dass Sie da auf dem Weg sind, entsprechend diesem Satz, den ich ihm vorgegeben habe. Und das frage ihn selbst, was wäre denn, wenn ein Mitarbeiter zu Ihnen käme und würde sagen, ich, das und das merke ich selbst, stimmt noch nicht so, finde ich aber richtig, braucht man in meiner Funktion, ich nehme es ernst, ich bin unterwegs, würde das Ihre Achtung vor diesem Menschen stärken oder schwächen? Da sagt er, nee, es wird natürlich stärken. Und das nimmt er dann für sich auch in Anspruch, um dann mit denen zu reden. So, wir machen jetzt einen Sprung. Weitere 3 Sitzungen und 1 Jahr sind vergangen. Herr Midlife hat mittlerweile die Personalleiterstelle in einem anderen Konzernunternehmen bekommen. Aber er blieb sich zunächst in den vergangenen Sitzungen, also ich erzähle so ein bisschen, was da geschah, unsicher, ob das für ihn passend sei. Aber erstens hätte es keine rechten Alternativen im Konzern gegeben. Außerdem findet er, er hat es mal probieren müssen, um zumindest zu wissen, ob es passt und dass er nicht gekniffen hat, sondern dass er es probiert hat und dann zum Schluss kommt, dass es vielleicht nicht passt. In diesem Unternehmen hat man ihn freundlich aufgenommen. Er fand auch ein gutes Verhältnis zum Geschäftsführer. Insofern hat es vielleicht auch wirklich Sinn gehabt, dass er beim ersten noch nicht zum Zug kommt. Da haben vielleicht die intuitiven Abstimmungen, Passungen, hatten wir ja heute Morgen als Stichwort, besser gepasst. Und offenbar machte er seinen Job im Äußeren ganz gut, wenn er auch nach innen ziemlich immer wieder gelitten hat. Selbst Auseinandersetzungen um Personalabbau hat er ganz gut durchgestanden. Und zu verträglichen Lösungen mit der Mitarbeiterschaft beigetragen. Und es ist mir ja auch immer wichtig, dass die Leute sich nicht nur, die aus Organisationen sind, um ihr eigenes Wohlbefinden kümmern, sondern dass sie die Kompetenzstärkung, die Persönlichkeitsentwicklung auch nutzen, um segensreich und kulturbildend, so gut das geht, in ihrem Unternehmen zu wirken. Diese verträgliche Lösung wurde auch in der Presse sehr gelobt. Es blieben bei ihm allerdings immer noch Zweifel, ob das alles für ihn so stimmt, aber er findet schon mal ganz prima, dass er sich eigentlich ganz wacker geschlagen hat. Ich erlebe ihn als zunehmend kräftiger und
mit mehr emotionaler Toleranz gegenüber Unsicherheiten und Krisenempfinden. Immer mal wieder fällt er in seine alten Muster zurück. Das ist ja kein Rückfall, sondern Vorfall, wie der Gunther immer sagt. Aber die neuen Haltungen und das neue Selbstverständnis stabilisiert sich zunehmend. Interessant ist, und mich hat er eben beschäftigt, was ist eigentlich das Persönlichkeitsentwicklungsproblem dieses Menschen? Vielleicht, dass bis zum 40. auch alles zu einseitig und zu glatt gegangen ist und er lernen musste, mit Krisenhaftigkeit des Lebens umzugehen und dass es auch eine super Chance dafür war. Er wollte natürlich erstmal immer die Krise weg haben, aber Gott sei Dank hat sie sich ja so schnell nicht vertreiben lassen, weil er seine Lektion, glaube ich, diesbezüglich auch noch nicht gelernt hat. Aber langsam dämmert ihm das. Und er schildert folgendes Erlebnis. Früher bin ich aus dem Urlaub gekommen und habe meine Berufswelt aberwitzig gefunden. Doch nach einer Woche war dieser kritische Mensch in mir wieder verschwunden und ich war wieder mit allem voll identifiziert. Nach dem letzten Urlaub ist das ganz anders gewesen. Ich habe mich neu engagiert, bin aber auch der Mensch geblieben, der mich kritisch bei der Arbeit begleitet. Das ist irgendwie gut, aber einfacher ist mein Leben dadurch nicht geworden. Und er hatte kurz vor der Sitzung, vor der nächsten Sitzung in dem Jahr einen Traum und diesen Traum, nein, ich sage es nicht, wie ich ihn nehme, dann machen wir vielleicht doch eine kleine Murmelgruppe, dass wir nicht alle ausfallen lassen. Aber er hat mich gerührt, dieser Traum. Man erzählt natürlich bei solchen Präsentationen immer Dinge, die auch irgendwie gut gelaufen sind. Er träumt Folgendes. Ich bin auf einer Bergwanderung. Ich komme an eine Weggabelung. Den Aufstieg nach links hatte ich unpassierbar vermutet, weil dort ein Bergrutsch den Weg weggerissen hatte. Doch zu meinem Erstaunen ist dort aus Holz eine Überbrückung gebaut worden. Ich kann also diesen Weg doch nehmen. Nach einem langgezogenen Aufstieg ins Gebirge komme ich in ein Dorf, das ich nicht kenne und dort auch nicht vermutet hätte. Auffällig ist schon von fern der große Kirchturm in der Mitte. Wie ich die ersten Häuser erreiche, sehe ich rechts ein Kaffeehaus, in dem nur Männer sitzen. Sie rufen mich heran und ich geselle mich zu ihnen. So, jetzt haben Sie wieder ein paar Minuten, wenn Sie das, einen solchen Traum gehört hätten, wie hätten Sie das eingeordnet, was geschehen ist? Das war also der Traum, den er mir erzählt hat, der vor dieser Sitzung, dann nach einem Jahr, stattfand. Diese siebte Sitzung ist eine Krisensitzung. Mitleids Frau hat sich von ihm getrennt, wegen einem anderen Mann. Sie hätte jahrelang Frust aufgestaut und wäre in der Beziehung unbefriedigt geblieben. Sie hätte jetzt eine echte Liebe gefunden, Typ Yoga-Lehrer. Und hat sich abrupt und wenig wertschätzend von ihm abgewandt. Ein harter Schlag für Midlifes Selbstverständnis als Mann und für seine Lebensbilanz. Er reagiert zunächst mit dem, was man eine passagiere Depression nennen würde, Schlafstörungen, spielt etwas mit Selbstmordgedanken, also eine depressive Belastungsstörung, geht auch ein bisschen so ins Jammern und Schlaftabletten und hat sich denn jetzt alles gelohnt, wo ich doch jetzt so eine große Krise habe? Er bietet seiner Frau an, sich beruflich anders zu organisieren, um sie zu halten, ist aber, wenn er ehrlich ist, unsicher, ob er das überhaupt wollte, wenn sie ja sagte. Aber keine Gefahr, sie ist ohnehin entschieden und bleibt es auch. Er solle sich keine Hoffnung machen. Sie wären ein zeitweilig erfolgreiches Team gewesen, nie ein Liebespaar. Schließlich zieht die Frau mit den Kindern aus. Er darf die Kinder großzügig besuchen bzw. bei sich haben.
Also es besteht keine ernste Suizidgefahr. Meine Frau ist Ärztin, von daher möchte ein Schlafmittel. Ich sage, okay, wir nehmen eins, das relativ harmlos ist. Das hatte er sich sozusagen als Notanker auf den Nachttisch gestellt, also zum Durchschlafen nicht. Hat es aber nie gebraucht. Ich bin lange genug Therapeut gewesen, um das einschätzen zu können. Wenn jemand diese Erfahrung nicht hat, tut er natürlich gut daran, vorsichtshalber an kundige Kolleginnen und Kollegen zu Rate zu ziehen. Und er schlägt sich so durch und wir haben jetzt einige Wochen später die 8. Sitzung inmitten der äußerlichen Krise, der sich das noch klärt, was ich gerade beschrieben habe. Ich frage ihn dort wieder nach einem Traum und in völligem Kontrast zu seiner äußeren Situation und entsprechender Stimmung sagte er, er sei nach einem Traum warm und froh aufgewacht. Auch nur nach Nachfragen, also er hätte es spontan nicht berichtet, spontan war er ganz im Drama seiner unglücklichen Lebenssituation verfangen, hat es aber dann doch eingebracht. Wir gehen diesem warm, er sagt, er erinnert sich nicht mehr so recht, wir nehmen das Gefühl und versuchen, und mit dem Gefühl dröseln wir so nach und nach einige Erinnerungen von diesem Traum wieder auf. Und er fällt ihm dann auch wieder ein. Der Traum. Da ist links hinten eine Schaukel. Eine Schaukel. Davor steht meine ehemalige Freundin im weißen T-Shirt. Ich stehe ihr gegenüber, sehe mich gleichzeitig irgendwie von hinten. Ich habe ein blaues T-Shirt an. Wir sind wohl beide jung. Sie lacht mich an und wirft mir neckend etwas zu, das wir dann fröhlich hin und her werfen. Und das ist ja erstaunlich, ne, dass auf den inneren Bühnen offenbar ganz andere Stimmungen möglich sind und ganz andere Geschehnisse als in der äußeren Krisenhaftigkeit. Ich frage dann, wie das mit der Freundin war. Jetzt hat die Dame in Weiß ja eine Identität bekommen, und wir haben einen geschichtlichen Zusammenhang. Und er sagt, sie war noch in der Schulzeit meine erste große Liebe gewesen. Obwohl sie nicht sonderlich hübsch oder gesellschaftlich attraktiv gewesen war. Sie hätten herrlich zusammen geschwungen. Im Studium lernte er dann attraktivere Frauen kennen und ließ seine Freundin sitzen. Das muss sie damals schwer gebeutelt haben. Und dann sagt er, in diesem Traum ist mir wieder was begegnet, was ich lange vermisst habe. Gut, wir können also die Frau seiner persönlichen Lebensgeschichte gut zuordnen und es markiert eine Zeit, in der er noch lebendiger und spielerischer beim anderen Geschlecht und damit bei sich als Mann war. Die Jugendliebe, die er für scheinbar Erstrebenswertes hinter sich gelassen hatte, steht wahrscheinlich für seelische Qualitäten, für Anima-Qualitäten, würde man sagen, von denen er sich doch irgendwie abgekehrt hatte. Und nun sind in all den Entwicklungen und Krisenhaftigkeiten diese wohl wieder lebendig geworden und spielen ihm den Ball zu. Das Männerpublikum, vor dem er bestehen musste, wandelt sich in ein auch Frauenpublikum. Dies ist, also wenn man zurückguckt über die Traummotiventwicklung, dies ist dann zu einer unbekannten Frau, die zu leger für die Szenerie auftritt und zunächst seinen Doppelgänger, den er auch noch nicht kennt, ansieht und schließlich verwandelt sie sich in eine individuelle Frau, die ihn ganz individuell meint und zu Spielerischem einlädt. Sowohl in der Szenerie wie auch in den Figuren sowie in den Begegnungen und in den dadurch ausgelösten Gefühlen kann Wandeln, Neues zu sich finden, beobachtet werden, meiner Wahrnehmung nach. Ich hoffe, das schwingt in Ihnen ähnlich.
Und dann kam noch eine ganze Reihe Erinnerungen an frühere Träume, die geholfen haben, seine Entwicklung und vielleicht auch seine schmal gewordene Entwicklung als Mann besser zu verstehen. Allerdings halten wir uns damit nicht sehr lang auf, weil es geht ja nicht darum, Geschichte verstehend aufzuarbeiten, weil im Traum, wenn man das als eine leitende Wirklichkeit sieht, ja bereits die neue Entwicklung im Gang ist. Ja, das wäre schon ziemlich das Ende dieser Storylinie und ich will gleich noch Gelegenheit geben, weil wir sehr lange nicht miteinander reden konnten, dass wir einfach darüber reden, was Sie beschäftigt hat, welche Fragen und Kommentare es von Ihrer Seite gibt, dass ich dem auch begegnen kann. Nachlese, und das ist mir dann immer auch wichtig, wie es dann weiterging, außer den situativen Bewegtheiten. Er hat nach einiger Zeit dann eine neue Partnerin gefunden, mit der er sehr glücklich war, was natürlich oft nicht so schwierig ist am Anfang. Ne? Wir wissen ja aus der Gehirnforschung, dass wenn man sich verliebt, dass dann das Beurteilungszentrum sich ausschaltet, erst allmählich erholt. Soweit ich weiß, das ist jetzt schon einige Jahre her, lebt er mit dieser Frau immer noch gut zusammen. Er hat daraufhin entschieden, eine entsprechende Qualifikation zu machen. Bei unserem Institut hat ein zweijähriges Curriculum gemacht, weil ihm wichtig war, das, was er begriffen und gelernt hat, auch in seinen beruflichen Funktionen noch stärker mit einzubringen. Er blieb noch in dieser Zeit noch Personalleiter dieses Unternehmens und hat dann eine internationale Verantwortung im Konzern wiedergekriegt und ist dort für internationale Personalentwicklung, wie das heute immer so weltweit ist und so. Und schreibt mir gelegentlich. Also er hat noch eine sehr zugewandte, freundschaftliche, kollegiale Verbindung. Jetzt habe ich schon ein halbes Jahr nichts mehr von ihm gehört, aber soweit ich weiß, ist es für ihn gut weitergegangen. Und was mir auch wichtig ist, dieser Mensch ist der Organisation in seiner Weiterentwicklung erhalten geblieben und ist von daher hoffentlich in der Lage, auch für andere Ebenen mit einzubringen, nicht irgendwo separat zu leben, sondern in seiner beruflichen Funktion einzubringen, sodass seine Persönlichkeitsentwicklung eben auch wirklich zur Kulturentwicklung beiträgt und anderen Menschen vielleicht Beratungen und einen Gang zu Psychotherapeuten, wenn das möglich ist, ersparen kann. So, soweit die Story jetzt erstmal und jetzt bin ich einfach interessiert zu hören, was Ihnen eingefallen war, wie das, was in Ihnen wach wird, wenn Sie diese Geschichte miterleben, was Sie fragen, was Sie sagen wollen. Und bitte übers Mikrofon wegen der Aufnahme. Erstmal pauschal meine Frage, war es denn nachvollziehbar? Also es war eine Geschichte, wo man sagen kann, kommt jetzt nicht wie ein Hirngespinst eines selbstverliebten Coach daher, sondern wenn es so war, könnte es eine gute Entwicklung gewesen sein. Wie ging es Ihnen denn selbst jetzt mit dem Umgehen mit den Traumelementen, dort wo Sie in den Murmelgruppen waren? Ich sag mal was, wir hatten total viel Spaß und wir hatten hinterher das Gefühl, wir waren gut. Wir haben dieselben Ideen entwickelt in Bezug auf diesen ersten Traum mit der Gruppe und dass er die Männer im Rücken haben kann als Kraft und sich den Fokus auf dieses Publikum, worum es eigentlich geht, richtet. Und das war so schön, jetzt zu merken, dass es irgendwie, dass wir da auf einer gleichen Spur waren. Ja, eben, das ist nämlich gar nicht so kompliziert, die Dinge zu verstehen, ja, wenn man seelisch einigermaßen wach ist. Genau. Haben Sie, war viel Traumdeutungskompetenz in Ihrer Gruppe? Weiß nicht. Okay, danke. War nicht wichtig dabei. War schon. Ja, schön. Irgendwas, was unverständlich war oder woran Sie Anstoß genommen haben? Bitte nah ans Mikrofon.
Ja, wir haben eine ganz andere Deutungskompetenz entwickelt bei uns da drüben. Wir haben uns nämlich gefragt, ob Sie nicht doch Lokomotivführer sein hätten wollen in Ihrem eigentlichen Beruf, weil Sie haben gesagt ganz am Anfang, Achtung, der Zug fährt ab. Ja. Dann geht noch weiter. Dann haben Sie gesagt, 18.15 Uhr, das wird eine Viertelstunde länger dauern, wird eine Viertelstunde später fertig sein als geplant. Dann haben Sie gesagt, ich werde aber versuchen, die Zeit wieder hereinzufahren. Ja. Und zu guter Letzt, wir lassen diese Station auf unserer Fahrt jetzt aus. Und ich habe gedacht, nur all die anderen Jungs wollen Lokomotivführer werden. Ich bin natürlich flitzebogen neugierig, was die Verena Kast von dieser Art vom Umgang mit Träumen hält. Vielleicht wird sie ja nachher noch Bezug dort. Nein? Ja, kann ich auch mal privat fragen. Ja, was ich damit eben auch, wir haben es ja lange Zeit, haben wir ja diese Ideologie gehabt, klientzentriert heißt, dem Kunden muss alles einfallen. Und ich bin kein Freund von dieser Vorstellung. Ich glaube, die klientzentriert, lange Zeit haben wir ja gehört, Ratschläge sind auch Schläge und innovativ und bedeutsam ist nur, was dem Menschen gegenüber selbst einfällt. Da haben wir ja sehr viel ideologischen Stoff zu verarbeiten gehabt. Und ich bekenne mich zu einer direktiven Beratung im Sinne nicht von oben runter autoritär, sondern im Sinne Verantwortung aufgrund meiner Lebenserfahrung übernehmen für eine mögliche sinnvolle Richtung. Natürlich, wenn ich jemanden Lasten rumschleppen sehe, sage ich dem schon, dass das Rad erfunden ist. Ich finde nicht, dass ich ihn 10 Stunden beraten muss, bis er selber drauf kommt. Aber natürlich ist wichtig, dass wenn wir so ein Experiment machen, dass wir es wirklich in aller Demut und aller Bereitschaft die Autorität des seelischen und körperlichen Organismus des anderen anzuerkennen, dass wir das damit machen. Aber sonst bin ich durchaus, finde ich das prima, wenn man viel Erfahrung hat, dass man proaktiv auch Angebote macht. Und die Menschen mögen es ja auch so. Viele sind so erleichtert, dass ihnen nicht alles einfallen muss. Und wenn sie alle Probleme so wunderbar formulieren könnten, dann brauchten sie keine Beratung. Ja, was mich sehr begeistert hat, war, dass Sie so spielerisch mit diesen Traumbildern umgegangen sind. Also das ist so, kam mir sehr undogmatisch vor, aber so wie wenn man kreativ mit einem Bild umgeht. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es hätte ja auch mal ein Albtraum sein können und trotzdem plötzlich so ein Bild davon, wie auch so ein schwieriger oder so ein schwierig erlebter Traum ganz direkt hinführen kann zu den Ressourcen. Vielleicht wie so eine etwas dringendere Ansprache an den Träumer. Nicht mehr so leicht, aber ganz direkt und dringend. Und das fand ich total interessant. Also mich hat gerade diese Arbeit an dem Traum absolut fasziniert und richtig Lust gemacht, da auch mehr hinzugucken und auch da mehr ja, selber. Also Sie sind evangelisiert. Ja, ich bin absolut evangelisiert. Ach, schön. Aber natürlich gibt es dann auch mal schwierige und schlimme Träume und man muss dann gucken, ob die dann in die Beratungssituation passen, ob man was mitmachen kann. Und sonst kann man auch einfach sagen, ich höre das, ich spüre die Betroffenheit, ich nehme ein Stück menschlich Anteil, ich habe keine Expertise, jetzt damit umzugehen, aber es ist ja auch in Ordnung, Mitmensch zu sein. Ich möchte noch auf was hinweisen, das haben Sie auch in Ihren Papieren. Das ist ein Leitfaden für kollegiale Traumarbeit, also für Menschen, die ungeübt sind, die wechselseitig miteinander Träume machen. Und eben, und da sind verschiedene Sphären unterschieden. Also ich frage dann, dieser Traum, angenommen, der hätte einen Zusammenhang zu Ihrer Berufswelt. Angenommen, der hätte einen Zusammenhang
zu ihrem gegenwärtigen Lebensgefühl. Was wäre der? Also wohl wissend, dass das probeweise Bilder, Ideen zusammenlegen und gucken, ob es einen Zusammenhang gibt. Also auch da finde ich, da können wir aktiv sein. Und wenn wir speziell in dem Bereich Berufsorientierung und Organisationsorientierung arbeiten, dann können wir den Menschen auch ganz aktiv das Prüfen eines möglichen Zusammenhangs zwischen Traumgeschehen und diesen Bühnen und diesen Welten anbieten, weil die sehr oft nicht auf die Idee kommen, wenn der Symbolvorrat und die Szenerie aus den Träumen gar nichts Berufliches hat. Und dann muss man sagen, angenommen, da gäbe es einen Zusammenhang, es muss keinen geben. Aber wenn es einen gäbe, worin könnte der bestehen? Und so kann man also auch ganz systematisch ein Screening machen. Und das regt dann oft an, auch wenn da nicht gleich was rauskommt, löst Suchprozesse aus. Und dann kann sein, dass in der nächsten Beratung dann irgendwas dazukommt. Und für mich ist die oberste Instanz eigentlich der folgende Traum, bei dem ich gucke, kann die Seele mit dem was anfangen, was wir machen, nach meinem Verständnis natürlich wieder dieses Traums, oder kann sie es nicht? Und von daher gehe ich selbst in die Haltung und lade auch die Menschen in die Haltung ein, hier Dialog zu halten. Einerseits die Kontrolle nicht aus der Hand zu geben, speziell in dem Berufsfeld, in dem wir arbeiten, macht das gar keinen Sinn, aber auf der anderen Seite durchlässig zu werden und das als Übung zu verstehen, selbst durchlässig zu werden in der eigenen Persönlichkeit und im Kontakt mit anderen und dort, wo das geht, diese Qualitäten auch in die Gestaltung von Organisationsprozessen mit einzubringen. So, jetzt bleibe ich mal an dem Lokomotivführerbild und ich hatte ja gesagt, ich hole nicht alles ein, aber 17:45 schaffen wir das vielleicht. Bis dahin haben wir es jetzt noch 2 Minuten. Es sind noch 2 Minuten Zeit, sonst schreiben wir das dem Zeitkonto der Pause. Wie lange? 5 Minuten. Okay, dann brauchen wir die 2 Minuten, dann gebe ich die dazu und ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse. Schön. Ja, vielen Dank, Bernd. Ich wollte gerade noch erstmal sagen, dass ich das immer wieder so wohltuend finde, obwohl wir von unterschiedlichen Zugängen her kommen, doch diese Wesensverwandtschaft immer auch auf dieser Ebene, das finde ich toll. Ich würde das gerne nochmal unterstützen, was du auch gesagt hast, mit dem, was du direktiv genannt hast. Ich mache das manchmal in metaphorischer Form, wenn ich sage, ich definiere mich als Realitätenkellner, also als jemand, der praktisch Serviceleistungen anbietet, aber dann der Kunde allein entscheidet, autonom. Und ich möchte auch nochmal unterstützen, was du über diese Ericssonsche Denkweise gesagt hast. Da versuche ich ja auch im Rahmen der Hypnotherapieausbildung immer wieder darauf hinzuweisen. Das ist eine Abwertung bewusster Denkkompetenz, was in der traditionellen Ericssonschen Arbeit und der Hypnotherapie oft gelaufen ist, dass man dann alles in das Eldorado des Unbewussten definiert hat und das Bewusste eigentlich als rigide und eingeschränkt angesehen hat. Damit wird man der ganzheitlichen Würdigung des Systems nicht gerecht. Man kann das auch ganz transparent, ganz mit Wertschätzung für die autonome Wahl der Klienten machen, indem man durchaus Angebote macht, sie dann aber deren autonomen Feedback aus dem Körper, aus der Intuition überlässt, was gewählt wird. Und es war bei deiner Arbeit wieder so schön zu sehen. Ich danke dir.